Ja, was in einer Kampfkunst wie Wing Chun sehr häufig vernachlässigt wird, ist, dass man sich auch einmal schneller angreift, durcheinander angreift, nicht immer nur nach Schema F, dass man gewisse Anwendungen trainiert und vor allem auch, dass man ein bisschen getroffen wird und trotzdem nicht gleich aufhört weiterzumachen. Vor allem auch, wenn man es nicht gewohnt ist, dann macht man ja dann gleich die Augen zu, wenn man ein bisschen gestreift wird oder lässt gleich die Hände fallen, gibt auf und das sollte eben nicht passieren, weil das gewöhnt man sich an. Und später in einer ernsten Situation macht man das vielleicht dann auch so. Und das kann man auch schon ganz am Anfang nach ein paar Monaten Training, also schon im ersten, zweiten Schülerprogramm trainieren, anfangen zu trainieren, zum Beispiel im Paxer-Zyklus. Also jetzt machen wir es einmal so, dass einer angreift und der andere übt jetzt, dass er einfach hier immer so weitermacht. Natürlich, er probiert, dass er abwehrt. Und wenn er mal getroffen wird, lässt er sich nicht aus dem Konzept bringen und macht hier trotzdem wieder immer Parkfaust, Parkfaust. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier unten angreifen, ich kann hier rund kommen, ich kann vielleicht irgendwo in der Mitte durchkommen, mit Parkfaust das nach vorgehen, ganz egal. Er lässt sich aber nicht rausbringen und macht weiter. Immer weiter. Na, weitermachen. Und bitte einfach. Trotzdem weiter. Weiter. Genau. Also man sieht schon, man ist immer ein bisschen dazu verleitet, dass man hier sofort wieder stoppt und aufhört, aber ist einmal so eine Übung nicht schlecht, dass man sich das angewöhnt, dass man eben nicht aufhört, bewusst nicht aufhört und immer weitermacht.